Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen endlich Resident Evil 2, der HD-Remake für die PlayStation 4. Ich freue mich, endlich ist es auch für mich mal so weit, dass ich Resident Evil 2 spielen kann. Die, wo es mitbekommen haben, was sehr viele sind. Mein PC war im Arsch, eine Festplatte ist komplett durch gewesen, weswegen er sich auch gar nicht mehr hat starten lassen. Und es war natürlich die Festplatte, wo alle meine Daten drauf sind. Wir brauchen nicht drüber reden, dass alle Daten weg sind. Es sind knapp 2 Terabyte, die weg sind. Wie hoch der Schaden mittlerweile ist, wie viele Projekte jetzt nicht hochgeladen werden, wie viele Parts, das kann ich noch nicht aussagen. Aber das ist jetzt auch erstmal egal, denn jetzt spielen wir endlich mal Resident Evil 2. Ich freue mich. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht. Abgeschlossene Herausforderung statt der Toten. Was zum... ich habe eine kleine Umfrage gemacht. Kampagne. Hauptgeschichte spielen und den Albtraum erleben. Boni. Bonusinhalt, okay. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, während mein PC beim Reparieren war. Ich muss übrigens ein neues Spiel machen, weil ich hatte einen Part schon aufgenommen und dann war es fertig. Ich konnte den Part nicht mal rendern, nicht mal hochladen. Es war down. Der PC war down. Deswegen muss ich hier einfach nochmal ein neues Spiel anfangen. Ich hatte aber nur einen Part aufgenommen, dementsprechend alles gut. So, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ich habe eine kleine Umfrage gestartet und die Umfrage sagt, wir sollen Leon spielen. Ich hatte damals einen Part mit Claire aufgenommen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich habe gesagt, wir hatten Leon schon bei Resident Evil 4. Also wollen wir doch jetzt einen neuen Charakter mit Claire Redfield. Das seht ihr anders. Ihr wollt Leon. Und was soll ich sagen? Dann kriegt ihr halt Leon. Im Endeffekt spielen wir sowieso beide, weil ihr habt dann gesagt, ich soll beide spielen. Allerdings waren 70% für beides und 30% waren für Leon. Und sage und schreibe 0% für Claire. Was ist los mit euch? Mögt ihr keine Titten? Wir spielen Leon. So, ich spiele hier auf Standard. Und ich muss sagen, ich verstehe diesen Spielmodi nicht. Veteran, jedes Speichern erfordert ein Farbband. Ist das was Besonderes? Ich erinnere mich an Resident Evil 1, da war das so. Kein Autospeichern. Ist das was Besonderes? Ich erinnere mich an Resident Evil 1, da war das so. Stärkere Gegner. Das ist was. Komisch. Und hier, teilweise Autoerholung der Gesundheit. Meine Gesundheit wird automatisch wiederhergestellt. Dann bin ich ja unsterblich. Nee, wir spielen auf Standard. Wir wollen ja auch sterben. Wir wollen ja auch mal sterben. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas, in der Leon S. Kennedy nichts lesen kann. Nein, mal im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du stark bleib. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur?
Niemand da? Komisch. Okay, die Umgebung erkunden. Wir spielen jetzt als Leon. Wie gesagt, ein Part hatte ich schon mal gespielt. Oh, ich finde das so toll. Schaut euch das an. Er geht raus und wird nass. Oh, diese Grafik ist so... Ich habe das schon damals gesagt. Das ist in einem Part, den ihr niemals sehen werdet. Es tut mir leid. Ich habe hier Zeitparadoxen jetzt erschaffen. Die Grafik sieht so atemberaubend gut aus. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Nur einen Fehler hat es. Nennt mir bitte einen einzigen Ort auf dieser Welt, wo ihr noch für 1,09 € Super Plus tanken könnt. Wo? Wo? Ich zieh da hin. Wo? Wobei, so viel Benzin brauche ich nicht. Miesoil. So viel Benzin brauche ich ja nicht. Aber trotzdem. 1,09 €. Fuck. Das war, glaube ich, sogar teurer, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und den habe ich schon 2-3 Tage. Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Was interessant ist, es fängt genauso an, wie es bei Claire angefangen hat. Mit Claire hat es genauso angefangen. So, was verkauft er denn hier Schönes? Get wild! Ja, ja, wild. Das wird man allerdings nur, mit Zigaretten, natürlich. Warning. Was steht da oben? Warning. Ich kann es nicht lesen, schade. Schaut euch das an, Zigaretten für 1,29 € plus Steuer. Ist das normal in Amerika, dass der Nettopreis ausgezeichnet wird und nicht der Brutto? Ist das normal? Ich weiß es gar nicht. Es steht halt überall der Nettopreis plus Steuer. Tax ist ja die Steuer. Also, ich weiß es nicht. Please have your ID ready. Okay. Ja klar, wenn wir, Zigaretten kaufen wollen. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier irgendwelche Drogen, die wir kaufen können? Ist es Waschmittel? Es ist Waschmittel für... Boah, ich wollte gerade sagen, für 461 Dollar. Das ist aber teuer. Ja, ich habe den Punkt da schlecht gesehen. Für 4,61 $ ist okay. Ist okay. Was haben wir hier? Bier. Für 31,99 €. Ah, perfekt für den Schulanfang. Kaffee. Oh, nimm Kaffee mit. Nimm Kaffee mit. Hallo, Sir. Sir? Sir? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Sir, Entschuldigung, wo haben Sie denn bitte... Sir? Wo haben Sie denn Kaffee als volle Bohne? Ich brauche den für meinen Kaffeeauto. Sir? Kann ich bitte bei Let's Dance mitmachen? Ich will nur noch zu Let's Dance. Oh, schau dir das mal an, das gute Bier. Oh, das ist ja gar kein Bier, das ist Tabasco-Soße. Oh, noch schlimmer. Ist das Tabasco oder Bier? Sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus beiden. Aber ich glaube, es soll... Das ist Barbecue-Soße. Ach, ich weiß es doch nicht. Gehen wir einfach mal rein. Okay. Night Super Show. Hallo? So. Ich möchte etwas... Ich will das mal sehen. Hä? Aber ich weiß, dass die... Ah, schade. Hey, was soll denn das? Ich habe gemeint, man sieht, wie die Tür zugeht. Das habe ich nämlich, hatte ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Weil ich halt überrascht war, dass die Tür zugeht. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, zwar nicht näher. Hey, hey! Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Geh weg! Pumps! Scheiße! Geh zurück! Sir, auf den Boden! Ich möchte hier... Danke.
Er liegt an einer sehr ungünstigen Stelle. So, wir nehmen ganz schnell den Schlüssel. Ich weiß ja mittlerweile, wie es funktioniert. Es tut mir leid. Deswegen gehe ich hier mal ganz schnell wieder, weil ich weiß, dass hier nichts liegt. So. Eine Mathilde. Eine andere Pistole als Claire. Ja. Benutzen. Warum kann ich den Schlüssel da nicht benutzen? Ich habe den Schlüssel nicht mitgenommen. Warum hat er den Schlüssel nicht mitgenommen? Ich habe gesagt, er soll den Schlüssel mitnehmen. Jetzt nimmt er mit. Steht jetzt nicht wieder auf? Nein, okay. Bei Claire ist er wieder aufgestanden. So, ja, ja, klar. Schlüssel benutzen! Benutzen, rein damit. Oh, bin ich jetzt erschrocken? Okay, schnell! Nein! Sir! Oh Gott! Nein, geh doch weg! Leon, lauf weiter! Lauf weiter, keine Zeit für Zigaretten! Schatzi! Nicht schießen! Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße! Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ich fühle mich doch richtig willkommen in Raccoon City. Da fühlt man sich so richtig willkommen. Gott, diese Grafik ist so unfassbar gut. Fuck. Es ist so ein wunderschönes Spiel. Und das muss man mal zu Resident Evil sagen. Ich meine, aber ihr wisst, was ich meine. Fuck, es sieht so gut aus. Sieht so unglaublich gut aus. Ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Ist ja komplett blind für mich. Ab jetzt. Also ich habe es ein paar Minuten ist es jetzt noch, kenne ich es jetzt noch. Aber dann ist es komplett blind für mich. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich bin wahnsinnig gehypt auf das Spiel. Weil es ja eins der besten sein soll. Manche sagen sogar, es ist das beste Resident Evil. Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber... Was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße.
Chris. Claire, steig aus. Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Oh je, weg da! Fuck, hier sind zu viele! Wo muss ich lang? Oh, ich weiß nicht, wo ich lang muss! Oh, fuck! Hier sind zu viele! Hier sind überall Zombies! Fuck! Wo muss ich lang? Da lang? Oh, das sieht gut aus! Das sieht nicht gut aus, da brennt alles! Ich will nicht da... Wo? Warum renn ich? Alles so. Es sieht gut aus, okay. Alle verwandelt. Ich wollte schon sagen, warum renne ich dahin, wo es brennt? Oh, schau mal hier, geiles Graffiti. So viel Zeit muss sein. Da ist sie. Die Polizeistation. Das ging schnell. Okay. Vorsicht, aufpassen, aufpassen. Da ist schon wieder einer! Fuck! Nein, geh weg! Nein! Bös! Fuck! Oh, oh, das ist da einer aus dem Bus geklettert? Nein, Sir! Sir! Sir, bitte, bitte lassen Sie das. Ich bin Polizist. Ich habe eine Frau zu Hause, die beißt mich schon. Das ist fast schon peinlich, dass ich jetzt gebissen wurde. Habe ich jetzt AIDS? Wie ging das ja? Ah, ich bin doch oft gesund. Ein Glück. So, okay, liegt hier irgendwas? Irgendwie, keine Ahnung. Munition? Vielleicht. Ich meine ja nur. Es würde keinen Sinn machen, aber. Wie vieles macht schon Resident Evil Sinn? Nichts? Das wäre schön gewesen. Schade. Schade, schade, schade. Raccoon Police Department. Rein da! Ah, okay. Keep out. Okay. Und somit sind wir hier in der Polizeistation. Oh yeah. Hallo? Ist irgendjemand hier? Oh, seht ihr das? Wo er gebissen wurde? Oh mein Gott! Seht ihr die Stelle? Wie Blut verschmiert? Fuck! Oh, es hat so eine gute Grafik. Es hat so eine gute Grafik. Ich bin sehr, sehr gehypt auf das Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es so sein wird. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier in der Polizeistation ein bisschen genauer um. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Resident Evil 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.